Das Promi-Geflüster auf Mallorca und wen trifft man? Hier geht die Sonne auf. Die Hanna aus Österreich. Ja, so schön, die wieder mal zu sehen. Das ist schon lange ist her. Du musst dich ein bisschen rumdrehen. Ja, mach mal. Dass die Kamera dich auch gut einfängt. Genau. Ja, das stimmt. Das war damals bei einem Weihnachtskonzert mit dem Jutzis und dem Siegfried Rauch damals noch. Das ist schon sehr lang her. Genau. Also wir müssen uns öfters sehen, glaube ich. Das müssen wir wieder ein bisschen vertiefen, das Ganze. Genau. Wie geht es dir? Was hast du für neue Projekte, neue Pläne? Ja, wir sind schon wieder fest in der Produktion. Diesmal ein bisschen was Kommerzielleres. Also ihr könnt gespannt sein. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ich darf es noch nicht verraten, aber der Willi, mein Mann, sitzt zu Hause. Deswegen ist der heute nicht mit, weil er fest am Produzieren ist. Fest am Produzieren. Und wenn man wirklich mal das Dirndl mal hier anschaut, das ist ja heute wieder fresh. Was hast du da Schönes drauf? Ja, das ist das Motiv von St. Anna am Aigen, von meinem Heimatort, weil ich bin ja in die Südoststeiermark umgezogen und das ist ja Weinbaugegend und da sieht man direkt die Kirche von unserem Ort drauf. Ja, sehr schön. Also das ist speziell nur für dich gemacht sozusagen, oder? Ja, genau. Das macht mein bester Freund, Manufaktur Herzblut. Der schneidet mir das quasi auf den Leib. Mhm. Dann müsste man eigentlich dieses Jahr vielleicht mal wieder die Gelegenheit packen, sich beim Oktoberfest oder auf dem Cannstatter Wasen mal zu treffen. Ja, gerne. Ob man das Dirndl doch tragen kann. Ja, ich sagte ja, heuer bin ich ein paar Mal in Deutschland. Ja. Also bin in Deutschland unterwegs. Also schaut auf die Homepage www.hanna-musik.com. Mhm. Sind meine Tourdaten drauf und heuer kommen auch die deutschen Fans nicht zu kurz. Und jetzt hier in Mallorca, du musst noch auf die Bühne? Ja, jetzt gleich dann. Also in 5 Minuten oder 10 Minuten stehe ich auf der Bühne. Bist aufgeregt? Auf jeden Fall. Ein bisschen aufgeregt ist man immer, aber wenn das nicht mehr ist, dann sollten wir es lassen. Genau, aber ich glaube, es ist eine tolle Kulisse und ich glaube, die Fans, die machen richtig Laune. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich habe gerade rausgeschaut, also die Arena tobt. Okay. Und dann die macht es wie im Stierkampf. Genau. Aber den lassen wir drin heute. Ja, genau. Dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, viel Spaß. Herzlichen und Dank. Bis hoffentlich ganz bald wieder. Dankeschön. Ja? Danke. Gerne. Fein.